Es wird ein Wein sein, so beginnt ein traditionelles Wienerlied von Ludwig Gruber. Und ein edler Tropfen wurde im Restaurant des Hallenbades in Losenstein zahlreichen interessierten Menschen aus der Region vorgestellt. Anlass dieser Weintaufe ist die im August stattfindende Losensteiner Kulturwoche. Der Bürgermeister von Losenstein, Leopold Arthofer, hebt dabei die tolle Kooperation der Losensteiner Gastrobetriebe hervor. Das Schöne an dem Ganzen ist das, dass heuer bei dieser Kulturwoche alle Gastronomiebetriebe auch diesen Wein verkaufen werden. Und ganz super ist das, dass auf einen Nenner sind. Die verkaufen alle zum gleichen Preis, alle den gleichen Wein. Und das hat eine Wertigkeit, die hat es eigentlich in Losenstein noch nie gegeben. Und solche Sachen ist eine Gesellschaftssituation, die was an und für sich nur löblich zu erwähnen ist, weil die Zukunft nur mit Zusammenarbeit und Zusammenhalt in einer Gesellschaftsform, was auch die Gastronomie und auch alle anderen Kulturträger mit sich vereint, zu befürworten haben. Die Idee zu einem Losensteiner Nagelschmiedwein musste, wie ein guter Wein, aber über Jahre reifen. Dieser Losensteiner Nagelschmiedwein hat eigentlich eine relativ lange Geschichte. Wir haben schon seit einiger Zeit versucht, einen Wein zu kreieren, wo wir sagen, okay, er soll ein steirischer sein, aber trotzdem ein typisch Losensteiner. Denn die Losensteiner und Enztaler Geschichte ist ja eng mit dem mit der Steiermark verbunden. Und so ist vor 2 Jahren schon eigentlich diese Idee entstanden. Wir müssten sie aber aufgrund der Missernte, die es damals in der Steiermark gegeben hat, aufgrund des Frostes verschieben. Und sie wurde auf 2017 verschoben und die Entscheidung war goldrichtig. Goldrichtig war die zeitliche Entscheidung, wie wir gehört haben, aber auch geschichtlich hat die Region vieles mit der Südsteiermark gemeinsam. Wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, dann weiß man, dass ja eigentlich das Traunviertel und die Steiermark zwischen 1000 und 1100 nach Christus zur Zeit der Ottokare eine Einheit war und Steyr ja sogar die Hauptstadt dieses Konstruktes war. Und der Sitz der Ottokare war ja in Steyr. Genauso hängt es auch mit der näheren Geschichte zusammen. Es gab ja den Heimatdichter Anton Schosse hier in Losenstein. Und manche wissen es, oder vielleicht viele wissen es, der schrieb den Text zum Erzherzog Johann Jodler, den Erzherzog der Steiermark, der die Landwirtschaft in der Steiermark und insbesondere den Weinbau in der Südsteiermark gefördert hat. Ja, und ich selber wohne im Anton Schosse Weg. Was bleibt einem da anderes übrig, als die Brücken in diese Richtung zu bauen? Um die Mission Losensteiner Nagelschmiedwein zu erfüllen, fuhr eine kundige Gesellschaft zum Weingut Birnstingl in die Südsteiermark, um diesen Cuvée zu kreieren. Ich war sehr erstaunt, dass man mich dazu aufgefordert hat, mitzufahren in die schöne Steiermark zum Birnstingl in Manfred und dort eine Verkostung durchzuführen. Es war ein sehr spannendes Erlebnis. Manfred war sehr gut vorbereitet, hat 5 verschiedene Sorten zur Auswahl gehabt und wir haben uns dann mühsam natürlich durchgekostet und sind auf einen gemeinsamen Weinnenner gekommen. Christian Vogelauer verbindet eine langjährige Freundschaft mit dem Winzer Manfred Birnstingl. Meine Liebe zur Südsteiermark ist im Jahr 2000 entstanden bei einem Besuch beim Weingut Birnstingl. Und in dieser Zeit ist eine innige Freundschaft entstanden und natürlich die Verbindung dieser Freundschaft mit der Qualität der Winzerfamilie, die hat das Produkt Nagelschmiedwein möglich gemacht. Ja, wir sind ein Familienbetrieb. Meine Eltern, meine Frau, die Helene und ich, wir bewirtschaften einen Weinbaubetrieb mit 8 Hektar Weingarten in der Südsteiermark. Und aus unseren eigenen Trauben machen wir eigentlich Wein. Also jeden Wein, den ihr von mir kriegt, das ist eigentlich Wein aus eigener Produktion, wo wir selbst Hand angelegt haben im Weingarten und eben die ganze Arbeit gemacht haben. Wir sind ein typischer Weißweinbetrieb, also wie in der Steiermark eben üblich. 85% Weißwein und nur 15% Rotwein. Und die füllen wir sortenrein ab, alles eigentlich als Qualitätswein. Also ich versuche immer wirklich hochwertige, gute Qualitätsweine zu machen und an den Mann zu bringen. Und du bist ja schon einige Male Landessieger geworden. 4-mal schon mittlerweile. Das ist bei uns in der Steiermark, wird das von der Landwirtschaftskammer, ist das der offizielle Weinwettbewerb, weil es gibt ja nebenbei auch viele andere von der kleinen Zeitung und auch kleinere Verkostungen. Aber eben bei der von der Landeskammer sind wir schon 4-mal Landessieger geworden mit Sauvignon Blanc und 3-mal mit einem Süßwein, mit einem Prädikatswein.
Auch für erfahrene und erfolgreiche Winzer wie Manfred Birnstingl stellen Kundenwünsche immer wieder eine Herausforderung dar. Es ist natürlich immer lustig, wenn so Initiativen kommen von anderen, von Kunden und für so eine Aktion. Und vor allem, wenn das rechtzeitig gesagt wird, dann richtet man es ja schon dann auch im Keller und dann verkostet man eben mit denen den Wein und versucht, eben so ein Produkt zu machen. Und das war ja ganz lustig, war ja ganz spannend, oder? Und entstanden ist der Nagelschmidt-Wein. Was ist für dich an diesem besonders? Eigentlich fülle ich ja das ganze Jahr nur reinsortige Weine und der Nagelschmidt-Wein ist ein Cuvée aus verschiedenen Sorten. Er ist aus Welschriesling und aus Rivana gemacht worden, mit dem Ziel, einerseits vom Rivana das bisschen das Blumige, Fruchtige in den Wein zu bekommen und vom Welschriesling die knackige, typische steirische Säure und da das Lebendige und das auch nicht so schwer ist. Und in Summe gibt es einen sehr harmonischen, wirklich gut trinkbaren Wein, der auch für Weintrinkanfänger auch wirklich gut geeignet ist. Wie verläuft so eine Kreation eines besonderen Weines? Ja, nachdem die Weine ja noch im Tank im Keller liegen und ich ja die verschiedenen Sorten habe, haben wir versucht, eben ein Cuvée zu machen, das unserem Geschmacksbild, das wir da haben wollen, entspricht. Und wie dann eben die Delegation aus Losenstein bei mir war, habe ich schon im Vorhinein in verschiedene Cuvées gemacht, nur in einer Flasche, also mit verschiedenen Anteilen von den verschiedenen Sorten, mit einem unterschiedlichen Restzuckergehalt, um einfach durchzuprobieren, was am besten ankommt. Und in Summe habe ich glaube, 6 Proben habe ich vorbereitet gehabt, verschiedene, und dann haben wir die einmal alle verkostet und dann ist ja schon einmal ein Bild gekommen, na, der eine ist ein bisschen zu sauer, der ist ein bisschen zu fruchtig, und so haben wir uns auf einen geeinigt. Und es war überraschenderweise, obwohl 6 Personen, wir in Summe 6 Personen waren, überraschenderweise sogar ein einstimmiger Beschluss für dieses Cuvée, das da eben jetzt gefüllt worden ist. Anlässe, diesen edlen Tropfen zu genießen, wird es in der näheren Zukunft genügend geben. Ich finde es eine tolle Idee, einen Wein zu kreieren, der nur in einem sehr beschränkten Gebiet ausgeschenkt wird, zu einem besonderen Anlass, eben zur Kulturwoche 2018 Ende August hier in Losenstein, in Reichramming und in der Lausser. Und natürlich stehen wir zu dieser Zeit 2 Monate vor unserer Theaterpremiere im Herbst, am 26. Oktober übrigens, zum Nationalfeiertag, Premiere. Und sofern dort noch etliche Flaschen übrig sind, weil er ausgezeichnet mundet, werden wir natürlich dort auch diesen Nagelschmidt-Wein ausschenken. Aus Anlass 40 Jahre Goldhaben-Gruppe Losenstein und 20 Jahre Kulturverein Losenstein machen wir eine Kulturwoche, und da haben wir die Vereine gebeten, dass halt die auch versuchen, an jedem Tag irgendein anderer Verein halt etwas zu machen. Es wird am Montag ein Theaterstück geben, Bremer Stadtmusikanten für die Kinder. Am Dienstag wird es einen Losensteiner Abend geben, und zwar die Veränderungen in Losenstein von 1963 bis 2003. Am Mittwoch wird es auf der Burg, aller Wahrscheinlichkeit nach, ob es ganz sicher ist, weiß ich nicht, ein Impro-Theater geben. Am Donnerstag wird es einen Heimatabend geben mit Losensteinern. Am Freitag wird es für Kinder auf der Burg etwas geben. Das macht er rund um die Burg mit der Burgspielgruppe. Und am Samstag gibt es eine spezielle Veranstaltung am Ortsplatz, also hinter der Kirche. Und da spielt Pepe Schütz mit Freunden aus Losenstein. Es ist da kein Eintritt, es wird mit Sicherheit ein super Abend, hoffentlich ist das Wetter schön, und am Sonntag gibt es den unter Anführungszeichen Nagelschmidt-Sonntag, etwas abgeändert. Es ist Frühschoppen mit der Musikkapelle und Tag des Handwerks wollen wir da machen, mit Handwerker aus Losenstein-Umgebung. Ideen wie den Nagelschmidt-Wein bieten auch wirtschaftlich tolle Möglichkeiten, die Region zu beleben. Die Region soll sich zeigen als Einheit. Und die Qualität, die wir haben in der Region, ist Ideen. Und mit guten Ideen können wir gute Ergebnisse erzielen. Da sich ja gezeigt hat, dass gerade die Gastronomiebetriebe auch der Nachbarorte gewillt sind, hier in dieses Projekt einzusteigen, gibt es ja noch weitere Anreize außer Nagelschmiede von Losenstein. Es gibt die Sensenschmiede in der Lausser oder genauso auch die Messingschmiede in Reichramming. Also da gibt es schon noch ein paar Ideen im Hinterkopf. Gemundet hat diese Weinkreation auch den Losensteiner Bürgermeister.
Ich habe das Glück gehabt, dass ich heute eingeladen worden bin um 16 Uhr zu dieser Verkostung hier, wo Leute in der Südsteiermark damals kreiert haben. Haben wir heute als Nagelschmied Wein für Losenstein, gerade für den Anlass, was wir heuer feiern, also dieses Kulturevent, was wir haben im Sommer, und haben verkostet. Und es ist ein extrem guter, süffiger und an sich ein Wein, an dem man sich gewöhnen könnte. Na dann, wohlbekomm's! Den Gästen im Hallenbad-Restaurant Losenstein, die auf charmante Weise vom Zauberkünstler Magic Nesty verzaubert wurden, hat der Wein auch geschmeckt. Und so steht einen Weingenuss in und um Losenstein nichts mehr im Wege.